Oh ja, Gehirnzerficke. Ob ich diesen Wort. Nein. Oh fuck. Ja, da lässt mal ein bisschen mehr Leute kommen. Oder fast irgendwer kommt. Aber ja, gut. Es ist, glaube ich, eh niemand wach gerade. Also daher passt das. Aber das ist eigentlich schon. Bin ich von der Lautstärke so gut? Wenn Leute hier sind, dass wir sagen können, ob das von der Lautstärke her so passt und ich so gesehen ohne jegliche Ängste und Probleme. Ich muss kurz was nachgucken, weil ich würde gerne wissen, ob ich einen bestimmten Stern eingesammelt habe, bevor ich wirklich mit der Aufnahme beginne. Gut. Ich bin ein Idiot. Klinge ich so gut von der Stimme her? Bin ich laut genug? Bin ich zu leise? Das ist jetzt die Frage, die ich stelle erstmal. Hallo, Nicole. Oh, fuck. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Den check ich hier heute noch. Ah, wunderbar. Oh, fuck, ich bin tot. Also, klinge ich von der Lautstärke echt gut, so gesehen? Och komm. Auch laut genug und so? Das ist eigentlich so die erste. Och komm. Ey, ich ist so ein Kotzen manchmal. Dieser Sprung. Echt super. Liegt auch am neuen Mikro, der mir mein. Besser Freund geschenkt hat, spendiert. Einfach so ein riesen Ehrenmann. Holy shit. Das ist nicht mal billig. Das macht's noch besser. Oh. Das soll ich auch gut für Stream eignen und ich bin gerade ein bisschen am Verkacken, weil ich halt nicht mehr. Mario oder Kaffee? Nee. so gesehen, dass ich nicht vergesse, wie weit ich gekommen bin beim No Death Run. Ich bin gerade so behindert. Das ist echt cool. Also scheint das Mikrofon echt zu funktionieren. Vor allem, da mein altes auch mehr oder weniger kaputt ging. Oh fuck. Kann ich jetzt bitte mal. Oh komm, ich hasse mein Leben. Ach ja, falls es irgendwas hier einen Stern gibt bei der nächsten Welt, wo ich gerade hin möchte, wird das der nächste Teil dann auf. Der nächste Teil dann auf YouTube veröffentlicht. Weil, wie gesagt, davon mache ich ja einen LP. Und ich stehe bloß auf den verbrannten Arsch und mache deswegen später kein Kaffee. Ja, richtig. Das sehe ich. Okay, ich glaube, ich habe gerade echt keine. Bin ich ja. Oh, Moment, ich bin echt ein Behinderter. Wieso mache ich das so? Nicht einfacher. Ganz vergessen, dass die Kanone ja existiert. Was kann ich über Weltrechnen machen? Was ich versuchen könnte, ist bei der Buche der Wüste was versuchen, aber das ist halt eine sehr schwere Aufgabe, tatsächlich. Und jetzt springe ich aber von hier darüber. Ja, wow. Eigentlich war dieser eine Lavasprung tatsächlich intended. Ist der Stern gemacht? Ich weiß nicht, ob der Stern gemacht ist, ich will kurz nachgucken. Ich will es kurz sehen. Ist der Stern gemacht? Ist der Stern gemacht? Ups. Ich habe echt keine Ahnung, dass. Also diese Stelle, die ich das vorhin versucht habe, ist eigentlich intended. Bevor man da hochkommt und so und die Kanone das alles öffnen kann, muss man da mit den Lavasprüngen hoch. Ansonsten kommt man da nicht durch. Ich kann jetzt echt der verdammte Buch in der Wüste probieren. Verdammte Scheiße. Ich habe so richtig Bock auf dieses Level. Ich habe so richtig Bock auf eine bestimmte Mission. Nicht wirklich. Diese eine Mission.
Ich werde mich jetzt an der Wagen und ich werde jetzt wahrscheinlich mindestens 10 Minuten daran sitzen. Oder vielleicht sogar länger, weil die ist fucking schwer. Seht ihr den Stern da oben? Da muss ich hin. Logischerweise. Und den zu erreichen, ist die Definition von AIDS. Es ist echt... Es ist ja ein Schinken. Ja, es ist ein Schinken. Ja, weil ich schaue das so an. Es sieht doch Schinken ähnlich. Und ja, diese Pyramide sieht etwas, wie soll ich sagen, demoliert aus. Und ich hasse diese verdammte Mission. Also, ich meine, so gesehen, das ist Instant Death. Wenn ich da reinfalle, dann bin ich direkt tot. Und da oben ist sogar noch Feuer, um natürlich die Sache noch zu verbessern, ne? Die Vision soll anscheinend nicht schwer genug sein, darüber hoch zu. Ja, gut, das ist. Ich muss jetzt. Kannst du bitte sterben? Danke. Apropos zweifelhaft, ich weiß nicht, ich glaube, falls heute wirklich Session ist, ich werde heute nicht da sein. Ah, das war ein guter Weg, kurz tatsächlich. Oder hast du auch abgesagt? Also, ich habe nur gesehen, dass Leute Bock hatten auf heute. Ja, das stirbt man direkt, siehst du. Das stirbt man direkt. Und ja, Isabel sollte. Man sollte eigentlich nicht diesen Weg so machen, aber es ist der wesentlich einfachere Weg, aber es ist trotzdem immer noch hart schwer. Ja, das war nicht schlecht. Perfekt. Das sind was schaffen. Ja, true. Ich habe halt auch reingeguckt, also reingehört bei der Aufnahme. Und ich muss ehrlich sagen, er hat nicht wirklich viel erreicht. Also nicht wirklich. Dammit, es ist so eine Kackstelle. Warum ist dein Internet abgekratzt? Was zur Hölle? Hat seine Schwester sein Kabel gefressen? Aha. Aber das ist so close, das ist so close. Alles ist eigentlich so close hier. Es ist. Ich verstehe, verstehe. Ich muss ein bisschen was planen. Okay. Das ist das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Tatsächlich. Obwohl das probably nicht der Fall ist. Ah, Schwede. Dieser Stern ist so... jetzt. Ist eigentlich der Weg? Ach du Scheiße. Ich will das diesen Safe-Slot machen. Oh Gottes Willen. Ach du Scheiße. Kommt denn SOS Zitate? Alter, fucking Stern, Alter. Fuck, Alter. Oh.
erfahren, wenn ich das so bin, dann wäre sicher auch die Sicht ziemlich doof. Weil jetzt kann ich nicht springen aus welchen Gründen. Oh Gott! Nein! Ich glaube, das ist gut so. Never mind. Oder? Warte mal, es ging doch. The fuck? What the fuck? Okay. Ich hasse diese Mission so hart, ne? Ich hasse sie so hart. Ich hab eine Idee. Fuck, ich hab zu langsam. Ich mach jetzt hier mal ein. Okay, das sieht gut aus. Nein. Nein. Puh. Ach du Scheiße. Die ist einfach eine Achse. Alles ist hart. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht wahr sein. Das war so close, Mann. Ja, nicht so nah wie es sicher safe, aber oh mein Gott, das ist so close, Alter. Aber nee, das habe ich safe irgendwann, aber das sieht echt gut aus. Ah, fuck, nee, das wird nicht so. Das ist auch schlecht. Ich komm, ich krieg die Krise. Bei der Scheiße, ich krieg die Krise. Aber ich glaube, man kann langsam nachsehen, warum ich diese Mission nicht mag und ich sie die ganze Zeit nach Rau hinausgezögert habe. Die Kante. Ja, die. Oder? Ich habe eine Idee. Ich lasse mich verbrennen, um mich dann so zu richten. Aber nicht so zu richten. Ich versuche mich irgendwie zu verbrennen zu lassen, damit ich mich so richten kann, dass ich mich dann von der Seite, mich, wieso ich jetzt mich hier oben halte, mich so hochzuarbeiten. Das ist so eine Idee, die ich jetzt gerade habe. Aber wie ich das jetzt genau anstelle, ist jetzt halt die Frage. Ja, das ist halt.
Man kann ihn dann nicht richtig steuern in dem Moment, wenn er verbrennt. Eine Menge Fantasie klappt sowieso. Eine Menge Fantasie klappt das sowieso. Alter Schwede. Ey, ich glaube, das ist der Weg. Das ist der Way to go. Meine Fresse. Oder das ist der Way to go. Alter, diese Mission, die bricht mich immer wieder. Ey, so ein Dreschplatz. Die Fahrer sind fürs Dreschplatz. Ja, dann. Dafür bist du ja hier. Nein, was? Oh mein Gott, das ist so. Ich will mich irgendwie, anders richten können. Bisschen war er das. Ich hätte es wieder fast geschafft vorhin. Schon wieder fast. Das ist so gesehen der Way, glaube ich. Okay. Jetzt sagt nicht, dass es auch noch. Och nee. Hallo, Schinken. Hallo, Schinken. Ey, das ist doch ein. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch ein verdammter schlechter Scherz. Also ein schlechter Scherz. Also bleibt ein schlechter Scherz. Nein! Jetzt kommen alle. Sie haben den Erfolg gerochen. Nein! Ey, das ist auch so dumm! Also Schinken kenne ich. Also Schinken hört von dem Typen höre ich zum ersten Mal. Ist ein Kick? Ey, das ist doch ein. Ach komm. Ach stimmt, das ist doch nämlich wahr, dass ich mein Team noch bauen muss. Verdammt nochmal, ich muss ja auch noch mein Team bauen. Ja, du schon, ich hatte keine Zeit. Was hast du unserem Sohn gesagt? So. Bye bye, Schinken. No you. Ey, das ist doch ein schlechter Scherz. Jetzt wird wieder fucking. Yes!
Mir ist... Oh mein Gott! Yes! Oh, der Luftlange ist ein Luftmangel. Ich habe eine Idee, wo das sein könnte. Von den Gegnern lässt sich denn Win-Win. Ja, richtig. Ach du Scheiße. Das wird so hart. Es ist Banjo, es ist von Banjo. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wo der letzte Stern sein könnte. Tatsächlich, ich bin da gerade ein bisschen lost. Oh. Vielleicht hier irgendwo, kann sein. Ach, das ist nur die Pyramide, die man hat. Alles gut. Trotzdem Meisterwerk dieses Spiel. Okay, ich muss in der Lucky Duke Perspektive sein. Es ist nicht Treasure Trove Cove, es... Wie ist der Treasure? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo das genau war. War das der Sumpf? Oh mein Gott. Ich wüsste nicht mehr, wie ich das mit der Kamera machen soll. Ach nee. Okay. Ah, jetzt geht's wieder. Ich habe schon No You für euch gesagt, alles gut. Aber ja, also ich glaube, es war tatsächlich der Sumpf, glaube ich. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Oder es war die Wüste. Ich glaube, es war die Wüste. Also was anderes fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. Ich habe echt vergessen, was ich mit dem Stern machen muss. Hm, gute Frage. Was muss ich mit dem Stern machen? Ich habe es halt echt vergessen. Ich habe, glaube ich, hier den schlimmsten Stern hinter mir bei dem Level. Ich hatte das Eiland. Stabiger Stangengerüst. Oh Gott. Da gibt es auch noch einen Stern, den ich probably absolut verabscheue. In jeder Hinsicht. Okay. Das ist der 100-Münzstern bei diesem Level. Ich suche da einen anderen Stern. Ach, da gibt's da nur. Wo ist. Ach, da ist der andere Stern. Ja, den hole ich mir.
die 100 Münzen und die roten Münzen sind in diesem Level extrem schwer. Vor allem, ich weiß nicht, ob das der letzte Part war, wo ich hier ziemlich gestruggelt bin bei einer bestimmten Stelle. Ich glaube, so gesehen 20, 30 Minuten bin ich an der Stelle gesessen, probably. Und bei dem Ort, wo der Stern war, wo ich gestruggelt bin, gibt es natürlich noch 10 Münzen. Und wahrscheinlich... Bungalow Swamp. Ja, der Swamp. Ich hatte recht. Ja, das ist der Bubblegum Swamp. So, Taiko, danke für den Follow, mein Junge. Dankeschön. Appreciate dich. Dieser Part wird sogar auf YouTube veröffentlicht. Also. Naja, wenn du Klassiker Mario 64 meinst, oder halt den ROM-Hack, dann ja, der ROM-Hack ist ebenfalls ein Klassiker. Oh, ups. Und natürlich verfallen nicht hier Safe States, weil, ja. Wait, bei mir steht Cuphead, lol. Ich bin dumm. Ich muss die Kategorie noch ändern. Mein Fehler. Super Mario. Mario 64. Ups. Mein Fehler. Also Scheiße. Ich glaube, das war wieder zu weit, aber ich war zu weit. Perfekt! So geht das. Und willkommen im Stream. Ich hoffe, du genießt den Stream. Okay, wie komme ich da hoch schon wieder? Fuck me. Oh, ich sehe es schon. Oh hell no. Warte, wo ist es hier lang? Ah, ich verstehe. Okay, lass mich kurz überlegen. Oh mein fucking... Ah, shit. Bei dem bin ich gerade auch ein bisschen überfragt tatsächlich. Das Koopa-Rennen habe ich hier eh schon gewonnen, tatsächlich. Ich habe kein Safe State mehr mit längerer Zeit verschwendet. Oh, das ist der andere Weg, ich Esel. Ich sehe schon. Und weil ich vielleicht das Koopa-Rennen schon gemacht habe, das könnte vielleicht auch ein ganz guter Grund sein, warum das Koopa-Rennen schon gewonnen habe. Oh, ah, da kommt mir die. Ich dachte kurz, man kommt nur. Dammit, ich war da ein bisschen zu weit. Dammit!
Spiel. What the fuck? Bin ich dumm? Ah, ist doch nicht so viel einfacher. Warum mache ich das? Versuche ich es mit Style. Und da ist ein... Die Technik. Oh Gott, diesen blauer Wünsch, Alter. Oh, ich freue mich. Ich will wissen, wie die platziert sind. Wahrscheinlich wieder komplett dumm und asozial. Sag ich doch, komplett dumm und asozial. Ah, das wird witzig. Okay, erstmal Safe State. Und erstmal rüberspringen. Erstmal sterben. Und wieder erste Runde drehen und stopp. Dreimal nach rechts gucken. 1, 2, 3. Und dann der Beckenstoß. Was war das für ein alter Emoji? Ich habe den nie mitbekommen. Hab den gar nicht mitbekommen. Tatsächlich, ich bin da längere Zeit nicht mehr auf Twitch aktiv. Verdammte Scheiße. Ich glaube, das kann ich so machen. Ah, shit. Warte, das ist PogChamp? Warte, was? Was? Warte, was? Das ist... Das soll PogChamp sein? Der Scheiß soll PogChamp sein? Der Bullshit soll PogChamp sein? Das ist... Das soll PogChamp sein? Das soll PogChamp sein? Das ist ja mega lame. Das ist ja mega lame. Mamma mia! Hat sich irgendwas kritisch zu... was geäußert und der wollte nichts mit ihm zu tun haben. Also, ja gut, das hat natürlich ein guter Grund. Das wusste ich halt nicht. Dammit. Der Mod ist gut, aber der Mod ist Sage. Ja, true. Ah, damit. Damit. Ich sollte nicht erstmal so und dann jetzt so. Genau. Aber vielleicht ein bisschen mehr Wandsprünge. Schade, das klingt eigentlich ganz gut. Fahr das ganz gut. Aber ich glaube, der Entwickler hat daran gedacht, dass da oben probably, also wahrscheinlich war da, 1 und 2. Schade. Oh, schade. Den hab ich schon vergessen. Ich muss ja kurz IRL machen, warte. Oder warte, bevor ich mir noch irgendwas breche. Schön die Hüfte kreisen lassen. So, ich habe jetzt die Hüfte kreisen lassen, jetzt sollte es funktionieren. Also, während ich gesessen bin. Okay, ich sollte vielleicht stehen, während ich das mache. Ach du Scheiße, dieser Sprung ist mega knapp. Der Sprung ist ja echt mega knapp. Not gonna lie. Bisschen das und das und dann! Ja, war mir klar. Das war ziemlich close tatsächlich. Wäre ich jetzt ein bisschen weiter. Nein! Shit. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht hüpfen sollen, aber ich war gerade im Flow drin. Ich war gerade ein bisschen im Flow drin. Das ist eine Giraffe.
Leider wird halt der Chat nicht, Obwohl... Könnte ich potenziell kurz machen. Okay, kurz das Bild weg, also nicht wundern, ja. War das jetzt schon wieder? Das war das Falsche? Ach, wo war der jetzt schon wieder? Ich bin gerade ein bisschen dumm. Ich gebe kurz alles durch, bis ich es wieder gefunden habe. Ich hab's gefunden, let's go. Oh fuck. Ach komm. Mamma mia. Also sieht halt nicht gut aus. Wartet. Es ist halt ein bisschen doof, wegen, dass man dann im Spiel was sieht. Sieht man wahrscheinlich jetzt auch in der Aufnahme, aber das ist mir egal. Das wird nicht rausgeschnitten. Das wird nicht, wiederhole ich, das wird nicht rausgeschnitten. Jetzt, da ihr in den Chat sehen könnt. Schinken stinkt, das stimmt. Das ist ein sehr guter Fakt tatsächlich. Und jetzt safe ich diesmal und versuche jetzt da diesen Wandsprung zu schaffen, diesen Wandsprung, diesen. Nein, folgt dem Typen nicht. Just kidding. Ich habe einen Stern und ich habe jetzt 100 fucking Sterne. Let's go. 100. Stern. Ey, das ist doch perfekt, um also die Aufnahme zu beenden, aber halt geht gleich wieder weiter. Also für euch geht es eh gleich wieder weiter. Aber ja, die Aufnahme kann ich kurz beenden an der Stelle.